Du carryst uns, es ist Earth. Okay, ich mach das. Yippie! Ah, das schätzt es mal nicht. Ja, das schätzt es mal nicht. Gerade hingeflasht, der scheint einfach. Das schätzt man nicht. Auch mit Jenna kann man so ein Game carryen. Wir sind in der Hard Sphere und danke auch an Don Lauro. Willkommen. Was wird? Junge, ich habe wirklich keinen Cooldown auf dem Spell. Kann das sein? Soll das so? Der Spell geht eh vom Cooldown her nicht runter, also machen wir. Oh fuck, machen wir da über Punkte rein? Actually mega klug zu basen. Ich mache ja nichts auf der Wave. Ich glaube, ich sollte W maxen. Ja! Obwohl der Q-Wave schon insane wäre, aber meine W ist ja der gute Shit. Vor allem, weil da geht der Cooldown sogar noch runter. Cooldown geht runter um eine halbe Sekunde. Ja, das sieht for sure playable aus für Shyvana. For sure playable. Das ist ja for sure playable. Wait, das ist ja so OP. Also, I didn't know this is... Das ist ja so. Kann ich Majors kaufen im Game oder geht es noch? Geht es nicht mehr? Wenn man Majors kaufen könnte, wäre schon sehr OP. Dann wären AP Champions dann noch besser. Ja, gibt's nicht. Kein Darkseer. Ich weiß ja gar nicht, was ich gehen soll hier überhaupt. Einfach voll AP? Er ist ja wirklich OP. Nicer Kate Deal, du Arsch! Nein, ich hab das für Deathcap gebraucht! Wegen Deathcap first item, fuck the shit.
Nein! Wartest du, weil er die Krabbe geklaut hat, dass ich jetzt nicht basen konnte für Deathcap? Ja, wir gehen Swifties. Swifties sind auch safe OP. Gehen wir Lich Bane? Lich Bane kann auch nicht bad sein, oder? Warum haben die Minions mich gerade Re-Aggro? Das geht gar nicht. Die haben Turm-Aggro einfach gewechselt. Das ist anders als Summoner's Rift. Summoner's Rift sind die Tunnel Visioned. Wenn ich nicht eigentlich E-Maxen sollte, meine Q ist am Ende eh nicht der wichtige Damage-Spell. Ich glaube, E-Max ist besser, gibt ja auch weniger Cooldown. Proc DW auch nicht? Nee, leider nicht. For sure playable, for sure. Ich hätte die Mini-Wave gewonnen hättet. Ich wollte eh später mit meinen AP-Scalings. Ich brauche keine Punkte in Q, ehrlich gesagt. Der Spell geht halt nicht runter in Cooldown. Was geht hoch dabei? Damage per second charge. Ja, whatever. Mensch, ich hätte sie da und sie war dead. Wäre schon geil. Breathlessly. Wait, ist er gar nicht so free? Swiftly. Oh. Läuft vielleicht gerade unter mich. Hol sie dir, mein Junge! Hol sie dir, mein Junge! Nein! No! Ich geh Botlane. Er hätte sie killen können, and he didn't. AG sind halt sehr melee, also sie kiten mit Lichbin und so ist schon sinnvoll. Und Auto-Attacken. Ja! Not bad, was passiert da hinten? Nice! Nice! Ist irgendwie kein davon. Mein Point-Click-W ist, die Gegner abzufangen. Wir machen jetzt Punkt in E. Wir machen jetzt Punkt in E. As you wish. Ich komme! The Lady of the Wind. Wo sind die ganzen Boxen? Ist hier eine Box im Busch? Ich muss Gragas retten, bleib stehen! I could have saved him if he let me. Sieht ja wirklich sehr OP aus, die Jenna, also not gonna lie. Dachte ich vielleicht nach oben. Jokes on him. Im Ghost in 2 Sekunden.
And we don't stop there, we continue. Oh, hallo. Wir brauchen unbedingt noch mehr Movement Speed eigentlich. Relentless Hunter, aber der prockt halt nicht in Teamfights. Also nicht den Turm schon nehmen. Lass uns die Minion Wave entgegenheilen. Ja, Cosmic ist halt nicht so geil, weil wir... Also ist halt sehr viel Gold für Ability Haste, das wir nicht brauchen, ne? Was mit so Shurelias einfach? Und die pushen einfach, die splitten einfach. But what am I doing? Why did I just go in like this? Ich bin fucking Midrange Jenner gegangen gegen eine Milliarde Boxen. Brauchen unbedingt Swift, Sweeper. Cancel ihn! Ist er raus? Er ist rausgeultet. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich dringend Void Stuff. Die werden MR kaufen langsam, oder? Aber auf 3 ist natürlicher für mich. Wir sind ja voll AP, also wir werden schon outscaled, wenn die Gegner einfach irgendwann Tankiness kaufen. MR. Das ist der Klon. Wo ist der echte? Der wurde geschenultet. Oh, lass mich bitte nicht auf eine Box rauffliegen. But you just don't deal damage, bro. You just don't deal damage. Ich hab auch permanent Schild ab, wenn ich will. Wir haben Drake gemacht, die Gegner. Und er war... Ne, war kein Bounty. We just heal. And then we run at them. You can't escape. You can't escape this. I am inevitable. Aber mich halt wirklich. Eigentlich wollte ich nur Wave, dann kann ich durch unseren Ring verkaufen, aber ich kann doch top defenden. Wir haben Split Pushen erschienen, what the fuck? Take him down, take him down, take him down! Tank den Turm. Tank ihn. Nice. Take him down, take him down, take him down. Gehen wir jetzt mehr Movement Speed. Auch noch Cosmic Drive, komm. Storm Surge, maybe. Ja, what can you do about it, huh? What are you gonna do about it? Ich bin schneller.
Wir brauchen schon Teleport, wenn man Movement Speed hat. Ich krieg immer Movement Speed, wenn ich Teammates schilde nur, ne? Oh. Aber wie Proc Jureas. Weil es spottet ja gar nicht mehr wie früher. Gut, das ist auch kein Mythic mehr, I guess. Ja, er kann nichts machen, er kann nichts tun. Ja, die Gegner kriegen gleich drei Drakes. What the fuck are we doing? We're just jerking off, die haben gleich Seele. Team, könnt ihr mal bitte anfangen, ein bisschen seriöser zu spielen? Das Nashen. Wenn die Arschlöcher die ganze Zeit Drakes fighten, machen wir jetzt einfach mal Nash. Wenn die so tryhard sind, die Doofköpfe. Let them come. This Nash will be their graveyard. Chase her down, chase her down. Nein, sie ist nicht kleiner als ich. Niemand ist das. Warum haben wir denn die Box gekillt, Team? Ist doch obviously sein fucking Klon. Ich kann nicht rausrennen, weil da ich in den Heimat in die Chase reinlaufe. Come on. Come on, mate. Oh. Aber langsam kaufen DMR, ne? Wir können verlieren. Wir können verlieren. Shit. Weil das Skate ist eigentlich weiter. Und wir kriegen jetzt 190 Leben. Weil da steht ja nur irgendwie 50 bis 180. Aber Skate hat trotzdem weiter. Also die Rune ist die most broken Rune im Earth, weil der hat die ganze Zeit Skate. Take him down, take him down. Und wie lange sind bitte Death Timer? Holy shit. Kleiner als 3. Vielen Dank dir, Benchlock. Vielen Dank für den Sub, Mann. Willkommen. Danke dir. Komplex. Hey, danke, war nice, nice, Lucy. Vielen Dank für den Sub. Willkommen. Nicht mein Mitturm. Er ist Level 20. Wieso kriegt der einfach random in der Mitte des Fights ein neues Banshee Spell, der Klon? Warum hat es mich getroffen? Warte, wie wenig Cooldown hat das bitte? Banshees. Das ist doch nicht normal, dass er auch in der Mitte des Kampfes einfach kriegen kann, I don't know. Bessere Top-Plane-Raute, Tolkien. Und die machen, nee, die machen Drake. Die machen anders was Face checken, die sind über Boxen. Die machen Backdoor zeitlich, Gragas halt Backdoor. Gragas geht den Backdoor halten. Schaffst du das, One Leon? Another victim. Warte nur. Der Shaco ist noch da. Busted! Busted! It's cool! Und Gragas hat's gehalten. Gragas held the base. Okay, okay, wir haben Seele veraltet. Oh, he dies. He's dead chat. Nein, nein, nicht meine. Ah, das ist ein Hochlevel. Welches Level ist Max Level? 30 oder so, ne? Ist das geil. Wir müssen jetzt fast Boots verkaufen, ne? Hat die gerade Channel bekommen? Das
Playable Game für Irea, by the way. Jetzt kann man nicht dashen. Es ist so schön. Oh Gott. Let's go, boys. Another victim. Let's go this way. Oder I shroom this way? Was sagt der genau? Let's, ich kann auch die Wave mit Ult entgegenhalten. Wir könnten einfach enden, aber wir wollten ja nicht enden. Die Wave, ich steig einfach ein und fahr los. We are going for a wild ride. Wäre so geil, wenn der Harold einfach mit meinem Movement Speed scalen würde. We are going for a wild ride gen top lane. New. Jetzt die Kurve nehmen und die, den Wendekreis. Ich bin im Wendekreis, ich bin im Wendekreis, ich bin im Wendekreis. Ja. Oh. Es läuft aus. Nevermind. Und die top lane. Ah, schade. Scheiße, dass Harold ausläuft. Kann man Harold heilen? Ja! Liebe Harold, kann ich die Schilden leider nein. Das haben sie ja removed, als sie Minion. Oh, warte! Ihr Bein überlebt, hätten wir noch mal auf eine wilde Reise vergehen können. Drake, 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 Drake! Go, Drake, go, Drake! Bin ich langsamer, aber ich hab mehr AP. Weiß nicht, ob mein Move jetzt wieder ausreicht, ehrlich gesagt. Ich bin schon ein bisschen slow. Nein, rettet Private Jenner! Junge, der schnell einfach 50 Taunts und der ist voll MR. Der ist ein Problem. Er ist ein Problem. Aber Sonurat hat auch noch Unending Despair gekauft. Dabei kauft einfach Full Item Haste, kann das sein? Er ist Full Item Haste gegangen. Dass er alle Effekte öfter auslösen kann mit dem Genius Hunter. Gibt's noch ein besseres Movement Speed Item als Shurelias? Kleiner als 3. Nee, Shurelias ist schon keiner nice. Ja, we should end, guys. We should end. We should end. It is time. Danke dir, Deezy, und danke auch an Atragiheles. Vielen Dank für den Start, Mann. Willkommen, lieber Mann. Vielen lieben Dank. Ingenious hat das gesperrt, mit Ultimate hat er auch. Wirklich? Muss ich nicht. Warum ist es gesperrt? Swiftly. Der Arme kriegt einfach keine Stacks, obwohl ich das Gold gar nicht brauche. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe gar keinen Sinn. Oh no. Und 2000 Damage Auto-Tanks auf Turret. Aber nimmt echt kein Damage mit der Shen, ne? Ei! Another victim. Er ist fake, er ist fake. Er hat Fail Flash. Let's go. Rein, 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 rein. Sie ist schneller als ich, Chat, weil ich Swifties verkauft habe vorhin. Got a little surprise for him. Upon the wind.
er hat in den Valga Cage reingehuckt. Leo Blitzchen, ich hab gleich wieder hier. No, er ist tot. Ich hab ihn einmal geschildert, aber es war nicht genug. Warte mal, Nexus Sydney. Ja, der Damage. Junge, Shimano muss ja auch so scheiße sein zu spielen. Hast einfach keine Stacks die ganze Zeit. It's the boys. GG. Und die hatten beinahe See. Das ist echt voll. Das war sehr fun. Die Gender-Empfehlung ist goated. Die Gender-Empfehlung war sehr lustig. Mit die Map geflogen sind, einfach nur Shane verteilen. War schon sehr witzig. Außer also so halb Support, halb Damage, halb Wave-Clear, Roaming. Es war einfach alles. Wir haben in der Full-AP Kompen Aram gewonnen. Aber es ist natürlich auch, weil die Gegner keinerlei MR gebaut haben, bis auf Shen. Und selbst der hat nicht so viel MR gebaut, wenn wir ehrlich sind, ne? Der Brawl auch nur The Kaune Grookern und das war's gekauft und Hollow Radiance. Aber er hat auch fucking an Ende des Berg gekauft. Ich glaube, der wollte einfach legit auf Item Cooldown gehen. Okay.